immer noch schief. Ich bin immer noch schief. Irgendwie will man die Kamera heute nicht so, wie ich das will. So? So? Ich glaube. Wir lassen es jetzt so. Ja, also dieses Habern ist auch nicht das Beste. Das war, glaube ich, mal im Leer-Adventskalender, ne? Ja, das, also es gibt, ich glaube, es gibt nie die perfekten Bänder, ne? Ja, hier ist Balea dran. Entweder sind sie zu locker oder sie sind zu eng. Also das finde ich jetzt irgendwie zu locker und ja, doof. Das wird dann mich auch verlassen. Kommt, ja, nee, geht's besser. ich rede mir hier im Wort. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer neuen Maskenwoche. Diesmal bin ich alleine. Ja, der Experte möchte jetzt gerne mal eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt. Schauen wir mal. Aber er hat gesagt, ein Päuschen tut ihn ganz gut. Ja. Naja, ich habe hier wieder 5 Tuchmasken vor mir liegen. Ja, eine bunte Mischung. Und Monique, bist du da? Ja. Ja. Also wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 5. Alexa, sag eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. 1. 1. Ja. Ja, dann ist es so, ne? 1. Übrigens gibt es natürlich Ende des Videos wieder eine Verlosung. Es ist ja Verlosungsmittwoch. Wisst ihr ja, entweder hier in meiner Maskenwoche oder Steffi Box oder Special oder hast du nicht gesehen. Ja, aber wir machen jetzt erstmal diese hier. Nämlich von Action. Ja, die Sweet Candy Gummy Bears and Jelly Beans. Übrigens, jetzt wo Sommer ist, packt die euch in den Kühlschrank. Dann habt ihr den gewissen Kick. Ins Gefrier könnt ihr das auch machen, aber vergesst es nicht. Habe ich jetzt mal Augenpads vergessen. Brauchten dann 2 Minuten zum Auftauen. Also, ich knete die mal durch. Was steht denn hier? Ha, Sheetmaske für das Gesicht. Feuchtigkeitsspender, Rezeptur, Erdbeerduft. Ist ja immer so eine Sache mit den Düften, ne? Erdbeerduft, okay. Biologisch abbaubare Bambusfließmaske. Ja, gut. Ich brauche ein Tuch. So, wollen wir mal schauen, ne? Nein. Nein, 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 nein. Also wenn das Erdbeerduft ist, dann bin ich aber... Der liebe Gott. Na, obwohl jetzt da unten... Es geht schon ins Süßliche, aber mit viel Fantasie riechst du Erdbeer. Oder doch? Ja, doch, jetzt. Jetzt, wo ich so ein bisschen durchgeknetet habe. Doch, doch, da geht's in die Erdbeerrichtung. Ah, oh, Asche über meine Haut. Doch, geht wirklich in die Erdbeerrichtung. So wie Erdbeermarmelade. Ja, aber ist vollkommen okay. So, jetzt gucken wir mal, ob noch was rauskommt an Serum. Nein, die Maske hat schon... Ja, es ist eine bunte Maske. Die Maske hat schon alles aufgesaugt, ne? Ja, guck mal. Ich feiere diese Masken, ne? Wie geil ist das denn bitte? Mit Gummibärchen und Jellybeans. Obwohl ich diese Jellybeans ja überhaupt nicht mag, ne? Die finde ich bäh. Aber Gummibärli. Aber jetzt nicht. Ich habe ja im Urlaub habe ich genug geschlemmt. Da muss jetzt wieder was runter. Obwohl, ich habe bald mit dem Experten auch wieder Urlaub. Eine Woche. Ja, da mache ich dann auch kein Intervallfasten. Naja. Guck mal. Ich finde das mega. Ich feiere sowas, ne? Meistens sind die ja auch noch gut, ne? Die sehen gut aus und pflegen. Also der Sitz ist auf jeden Fall schon mal bombastisch. Ne? Also hier sofort, ihr seht das, ne? Zack. Ganze Gesicht. Vielleicht habe ich auch das perfekte Gesicht dafür. Man weiß es nicht. Nein. Eigenlob stinkt. So. Sieht aber neckisch aus. Wir haben genug Serum. Und sie riecht auch wirklich nach, ein Hauch nach Erdbeere. So. Ich lasse die jetzt drauf und dann bin ich gleich wieder da und dann gucken wir mal, was morgen so ansteht und wie die so abschneidet. Bis gleich. Hallo, zurück. Ja, wollte ich die Maske abnehmen? Nein. So, und warum wollte ich die nicht abnehmen? Weil die mega geil sitzt. Guck mal, ich habe geatmet. Ja, ich habe geatmet. Soll man nicht meinen, aber ich habe geatmet. Das ist eine geile Maske. Das ist eine geile Maske. Gummibären und Jellybeans. Holt sie euch beim Action. Oh, mein Gott. Ja,
es war jetzt wirklich mal Zeit wieder für Maske. Ich habe jetzt zwar jetzt auch Augenpads, mache ich immer jeden Morgen oder ich versuche es jeden Morgen zu machen, weil sie einfach gut tun. Und ich habe jetzt immer die Augenpads da rumliegen und benutze nicht. Das ist ja total Blödsinn. Aber jetzt, wo ich jetzt eine Woche in der Sonne war auch, also es ist die Haut sehnt sich doch nach Feuchtigkeit. Auch wenn ich die jeden Tag pflege, morgens, abends, ne? Aber so eine Maske ist echt geil. Also ich finde die Hammer. Diese Sweet Candy Gummibärli. Jo, der absolute Oberknaller hier. Da fängt ja schon wieder geil an, ne? Leute. Ja, ich werde jetzt die anderen hier mal eben hinlegen. Und dann können wir wieder aussuchen lassen. So. So. Wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4, 2. 2, ja guck. 2 und die ist von Balea. Ich hatte nämlich schon mal, oder ja, ich kam nicht an diese Masken ran und hat eine liebe Zuschauerin mir die zugeschickt, die Balea Chocolate Dream Tube Maske. Ich hatte sie, glaube ich, schon mit weißer Schokolade probiert und jetzt möchte ich die mit schwarzer. Aha, ja, spendetintensive Feuchtigkeit mit Kakaobutter, Mandelöl. Die gab es ja, glaube ich, so in der Vorweihnachtszeit, ne? Aber wir probieren die jetzt mit Schoki. Ich bin mal gespannt, mit dunkler Schoki. Ja, ich bin gespannt. Die kommt oben drauf. Der Knaller. Wir sehen uns gleich wieder und da bin ich gespannt, was die Maske dann so kann. Besonders wie sie riecht, ne? Bis gleich. Au! Tag 2 meiner Maskenwoche. Also das ist Mask, das ist Band. Das kommt auch weg. Das, nee. Das sehen wir auch. Das eine ist immer zu eng, das eine ist ausgeleiert. Ja, wir waren stehen geblieben bei einer eigentlich weihnachtlichen Maske, ne? Von Balea, die Chocolate Dream Tuch Maske. Ich habe schon mit weißer Schokolade ausprobiert. Jetzt machen wir es mal mit schwarzer Schokolade. Nee, oder dunkler Schokolade. Also, sweet like chocolate. Träume dich ins Balea Schlaraffenland mit unseren schokoladigen Glücksgefühlbringer für die Haut. Spendet intensive Feuchtigkeit und verwöhnt deine Sinne. Ja. Ja. Gucken wir erstmal Geruch. So Schokolade ist ja irgendwie so immer so. Oh, ich rieche es schon. Ja. Also, obwohl es ist eine Mischung zwischen Schokolade und Kaffee? Ich weiß nicht. Aber ja, guck mal. Oh, da kommt noch reichlich raus, Leute. Reichlich. Ich finde. Das ist immer sehr gewöhnungsbedürftig mit Kakao. Ist ja genau wie mit den Adventskalendern. Da hast du ja oft so Duschgel mit Kakao. Und das muss ich auch nicht haben, ganz ehrlich. Am Anfang fand ich es ja okay, nicht schlecht. Aber jetzt bin ich auch so jemand, nee. Zimt lasse ich mir ja noch gefallen. Das finde ich gut. Aber Schokolade. Und dann ist das Duschgel meistens auch noch schwarz. Also so braun. Das ist dann auch noch irgendwie, also nicht ansprechend. So, wir haben auf jeden Fall eine Tuchmaske vom Vlies her, ist super. Achso, übrigens, Leute, ihr wollt es, ihr kriegt es oder ihr wollt ihn, ihr kriegt ihn, der Experte kommt wieder. Ja, der Experte kommt in diesem Video schon wieder und zwar zur Verlosung. Aber auch er muss Maske tragen, ne? Aber auch er muss Maske tragen, ja. Ihr fandet das ja immer so toll oder ihr findet das ja immer so toll und dann will er euch auch nicht enttäuschen. Ne? Ich freue mich auch. So, also die Maske hat genug Serum. So ist es nicht. Sie ist aber wirklich gewöhnungsbedürftig vom Geruch her. Fühlt sich aber jetzt gut an. Man sollte wirklich bei dem Wetter, könnte man sie ins, kann man sie auf jeden Fall in den Kühlschrank legen oder ins in den Gefrierschrank. Aber bitte nicht so lange. Ist mir schon mal eingefroren. Ja, die lasse ich jetzt drauf. Gehe ein bisschen chillen. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Hey, 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 also das Haarband ist echt ein Graus, ne? Das kommt weg. Aber die Maske war super. Ja, ich habe die jetzt, glaube ich, über eine halbe Stunde drauf gehabt. Ich sage ja, der Geruch, also das musst du mögen hier mit Ketchup, wollte ich jetzt schon sagen, mit Kakao und so. Ich muss das jetzt auch nicht haben. Aber die Pflege ist Bombe. Die Pflege ist echt Bombe und die kannst du auch jetzt im Sommer drauf tun. Also da ist überhaupt gar kein Problem. Also die, wenn ihr die noch habt, diese Chocolate Dream, packt sie euch aufs Gesicht. Super Pflege, super ergiebig. Ja, also da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Viel Serum tut der Haut gerade jetzt gut bei der Hitze. So, und ey, dieses blöde Band, ne, muss ich aber drauf lassen, damit ich immer weiß, welches Video wozu passt hinterher.
haben wir hier Verkehrte. Ja, werde ich jetzt noch quasi bei dem Video aufziehen, bei der Reihe, und dann kommt's weg. So, Alexa, Alexa, wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 3. Das könnte deine Frage beantworten. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3, 2. 2, die güldene Mitte, ist dran. Und zwar von Cadea Vera, Eigenmarke von Müller. Wild at Heart Tuchmaske, tropische Fruchtextrakt und Hyaluronsäure. Auf Näheres gehen wir natürlich gleich eine Limited Edition. Ja, und dann ist das die nächste Maske, die drankommt. Also bleibt dran, bis gleich. Hi. Da bin ich wieder, Tag 3 meiner Maskenwoche. Ja, und hier, Alexa hat gewählt, ne? Die Cadea Vera Wild at Heart Tuchmaske, die ist auch bedruckt, ohne Mikroplastik, Tuch aus natürlichen Fasern, das ist die Eigenmarke von Müller, tropische Fruchtextrakte und Hyaluronsäure, 24 Stunden Hydro-Booster und Glow-Effekt, verführerisch strahlende Haut. Und mal gucken, ich muss heute noch arbeiten, wem soll ich denn gleich verführen auf der Arbeit? Ja. Also, go wild! Und präsentiere deine Haut in einen aufregend frischen Look. Die bunt bedruckte CV, also Cadea Vera, Wild at Heart Tuchmaske glättet und hydratiert die Haut mit einem 24 Stunden Hydro Boost Effekt. In Kombination mit Hyaluronsäure erfrischen die exotischen Fruchtextrakte aus Papaya und Mango die Haut und sorgen für einen schönen, super frischen Glow. Ja, ich gehe ja ab und an mal nach Müller, der ist bei uns an der Arbeit. Da fahre ich dann immer so ein bisschen früher los und gehe da mal rein. Das muss ich jetzt mal wieder tun, denn ich hole gerne halt auch Masken davon und teste die gerne. Oh, okay, riecht nach fast gar nichts. Nach Creme. Und es ist auch Creme. Guckt mal, es ist, nee, ich packe das jetzt nicht mal ran. So, ich hole mal so richtig was raus. So, ihr seht nämlich hier weißes Serum. Gut getränkte Maske, fühlt sich auch nicht so dick an. Ja, aber wie gesagt, ich muss mal wieder nach Müller. Das werde ich wohl mal in meinem Urlaub dann wieder machen. So, mal wieder hin. Und da gucke ich dann halt gerne auch mal nach Masken, halt die Eigenmarke, ne, von Cadea Vera oder halt Ampullen und sowas alle. Und gucke da auch ein bisschen wegen für meine Verlosung, weil es kommt ja nicht jeder nach Müller bei euch oder es hat nicht jeder Müller bei euch. Deswegen packe ich sowas auch gerne mal in die Verlosungsbox. Rawr. Wild at heart, Leute. That is wild. Ja, also, ne? Das Muster ist wild, würde ich sagen. Da gehen wir durch als wild. Ein bisschen dünn hier, aber ich finde, also die, hier muss man aufpassen, hier reißt es schon fast. Finde die aber super. Finde die super von der Dicke her des Vlieses. Ich mag nicht, wenn die so dick und schwer sind. Also ich finde die, die sagt mir im Moment sehr zu, ist sehr gut getränkt gewesen mit dem Cremeserum. Hier ein bisschen dünn. Ja, ist ein bisschen doof hier an der Nase, aber okay. Ja, die lasse ich mir jetzt drauf und gehe jetzt mal ein bisschen entspannen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und habe ja, eine sehr gute Maske auf dem Gesicht. Ich kann nichts anderes dazu sagen, außer dass diese Maske hier von Cadea Vera, wie heißt sie mal, Wild at Heart Tuch Maske, Monique, mach's mal ein bisschen leiser, sonst hört man das hier, total klasse ist. Außer jetzt hier natürlich hier rum, wo es immer so ein bisschen trocken wird halt durchs Atmen. Aber echt toll. Kann ich nicht meckern. Super Serum und so ein Cremeserum. Ich tue mal das blödes Ding hier ab. Ja, top, top, top. Jetzt mal gleich hier durch meine Haare kämmen. Top, 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 top. Falls ihr die auch zu Hause habt. Ich glaube, das war schon mal alles eine Limited Edition. Ja, jetzt irgendwie immer eine Limited Edition. So, zwei Stück haben wir noch. Oder? So. Das ist ja, Tag 3. Berechnen kann es kleinen Vorteil. So, wir haben hier noch zwei liegen. Monique ist da und darf wählen. Eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. 2. 2. Okay, ich muss mal eben hier drauf schreiben, ne? Oh. Oh, mein Stift ist leer.
Das ist blöd. Ich brauche einen neuen. Einen neuen Tiefkühlstift. Einen neuen Edding-Tiefkühlstift. Ja, okay. Ich kann es trotzdem lesen. Ich kann es trotzdem lesen und deswegen kommst du jetzt hier rein. So, genau. Hat gewählt. Die eine kommt weg und das ist diese hier von Isana, die Tuchmaske. Es gab ja wirklich diese Disney-Edition und ich habe noch die Pocahontas gekriegt. Disney Princess Pocahontas. Und wir lesen natürlich gleich vor, was die kann oder was sie können soll. Also bleibt dran. Bis gleich. Ich bin ein bisschen weit weg. Da bin ich wieder. Juhu. Tag 4. Ach komm, müssen wir aufsetzen, sonst weiß ich immer nicht, wo wir hier gerade sind, in welcher Maskenwoche, Runde, tralala. Aber der wird aussortiert. Ich habe hier unten auch schon wieder aussortiert. Ich war vorhin am Schrank und habe T-Shirts noch aussortiert. So, nächste Lidschattenpalette. Nein, nächste Tuchmaske. Yo, wir haben diese Tuchmaske hier von Isana. Das war eine Limited Edition. Das war so auf so einem großen Stand auch. Disney Princess. Das ist Pocahontas. Und was kann Pocahontas? Natürlich schön wie Pocahontas. Die Isana Pocahontas Tuchmaske aus 100% botanischen Fasern spendet intensive Feuchtigkeit für eine glatte. Ja, ich habe heute ein bisschen Augenränder. Ich bin auch ein bisschen kaputt. Für eine glatte, erholte Haut und einen sichtbar strahlenden Ton. In Kombination mit dem wertvollen Feuchtigkeitsspender Hyaluron sorgt die Essence. Die Essenz für langanhaltende nachhaltige Feuchtigkeit. Sei auch du natürlich gepflegt wie Pocahontas und strahle mit der Sonne um die Wette. Ja. Schauen wir mal. Sie ist auf jeden Fall bedruckt, ne? So, wir riechen. Oh, die riecht aber gut. Oh, die gefällt mir. Ja, Cranberry. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob Cranberry so riecht, aber ich finde den Geruch sehr, sehr angenehm. Und jetzt schauen wir mal. Hallo, wo bist du denn? Wie sie kommt. Oh ja, da. Also Serum haben wir auf jeden Fall genug drin. Ach Gottchen, nee, wie süß. Ich bin Pocahontas. Ein bisschen. Jetzt müssen wir erstmal hier auseinanderfummeln, frieseln. Übrigens, das Finale morgen hier wieder mit dem Experten. Ihr wolltet es, ihr kriegt ihn. Ich weiß nicht, ob er begeistert ist. Ich habe keine Ahnung, aber da muss er durch, ne? Ja, Schicksal. Es ist sein Schicksal. So, oh mein Goodness. Das ist gar nicht mal so einfach hier mit dieser Maske. Oh, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr gut getränkt. So. Ich habe gerade schon Augenpads gemacht. Und jetzt habe ich das Bedürfnis schon nach einer Maske. Wir haben nämlich gerade mal, wo ich das Video jetzt hier mache, 7:30 morgens. Morgens! Normal mache ich Masken immer so nachmittags, abends, aber mir ist irgendwie heute danach. So, guck mal. Die sitzt aber doch bombastisch. Der Geruch ist klasse. Wir haben genug Serum. Es fühlt sich gut an auf dem Gesicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, ja, da bin ich wieder und habe inzwischen mal so ein bisschen meinen Haushalt gemacht. Ich finde die richtig, richtig gut. Weil sie hat nämlich so ein schönes, dünnes Vlies, ne? Also das tat richtig gut hier heute Morgen auf dem Gesicht. Klar, jetzt hier, ne, durchs Atmen, wie immer. Aber top, top, top. Da hat Isana bzw. Rossmann was richtig Gutes auf den Markt gebracht. Also Pocahontas taucht schon mal. Also wenn ihr euch die auch mitgenommen habt, gönnt sie euch, ne? Gönnt sie euch. Tolle, tolle Maske. So, wir kommen zum Finale. Ich muss noch eine Maske raussuchen für den Experten. Das seht ihr morgen. Die zeige ich euch nicht. Aber jetzt zeige ich euch diese hier. Das ist nämlich Grande Finale hier von Action. Ich glaube, der Experte nimmt dann auch eine von Action. Cactus Style. Jo, das ist diese. Da gehen wir dann natürlich morgen drauf ein, beziehungsweise gleich. Und dann haben wir auch schon wieder Verlosungszeit, ne? Jo. Ich würde sagen, bleibt dran und lasst euch überraschen, was der Experte da für eine Maske auf hat. Ne? Bis gleich. Ja, hallo! Tag 5 meiner Maskenwoche. Es ist da. So wie ihr das wolltet.
Ja, ich habe eine Frage. Warum liegen da zwei Masken? Du hast gesagt, wir reden nur. Es passiert nichts Schlimmes. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein. Du hast gesagt, ich muss nur da sein. Nein. Doch. Ja, okay, du kannst auch, brauchst auch keine Maske auftun. Eigentlich ist es Blödsinn. Ist ja Blödsinn. Er sagt ja eh nichts dazu. Das ist ja nur ein Jaulekopf. Dann tue ich meine Maske auf. Das war die Kaktus-Style. Was sagst du nicht ein Jaulekopf wirst nachher? Face Sheet Mask von Action. Die kann. Tiefenreinigende Gesichtsmaske mit Perilla. Was sind Perilla? Perilla-Extrakt. Reinigt die Poren so, ne? Und entfernt Schmutz und Öl. Das müsstest du eigentlich tragen. Und du kannst alles tragen. Also willst du keine Maske? Nein. Und schon wird sie aufgemacht. Die ist übrigens von Action. Ich habe jetzt auch eine von Action. Also habe ich gedacht, er nimmt auch eine von Action. Angereichert mit Granatapfelextrakt. Eine Granatenmaske. Ja, die riecht ganz gut. Ja, komm, du kannst das mal wieder gebrauchen. Serum ist sehr viel drin. Oh Gott. Das ist richtig schön. Nein, das ist nicht flutschig. Schön. Nein, das ist überhaupt nicht schön. Komm, ihr wolltet das alle, also hast du Pech gehabt. Toll. Ich will das aber nicht. Und das morgens. Und das am Morgen. Oh nein. Das wird dir richtig gut tun. Du lässt denn das weg. Komm her jetzt. Nein, ich komm nicht. Komm nicht immer dasselbe Gejaule. Ich komm nicht. Je mehr du nicht wehrst, je schlimmer wird das doch. Guck mal, die Mädel machen jetzt sogar Pipi in die Hose, weil sie das lustig finden. Jetzt bin ich so weit weg. Ich finde das nicht lustig. Das ist nicht schön. Du riechst nach Fisch. Ja, danke. Das ist die Maske, die riecht da. Nee, der hat gerade Fisch gegessen. Zum Frühstück. Weil er kann nichts anderes mehr essen außer Fisch. Nein. So, ich tue mir die jetzt auf. Die Kaktusse. Hab ich du ja schon... selber Kaktusse. Nein, ich habe ja schon den Leuten gesagt, was ist die Mehrzahl von Kaktus? Du. Kaktusse. Tusse. Muss ich aufschneiden. Ich habe Flutschefinger. So, jetzt gucken wir mal, ob die auch so gut getränkt ist. Ja, da kommt nichts mehr raus. Aber meine ist bunt. Bunt, bunt. Meine ist eklig. Komm, du musst das öfter mal machen. Nein. Auf Augenpads. Nein. Doch, nein. Dann das wird dir gut, das tut dir gut. Du weißt doch gar nicht, was mir gut tut. Doch. Nein. Wir sind schon lange verheiratet. Boah, die stinkt. Ja. Also, boah. Alle. Nee, stinken also. Alle. Nee, ja, boah, nee. Also, das riecht nicht gut, aber ich glaube, das sind diese klärenden Masken. Die riechen alle so ein bisschen streng. Weiß ich nicht warum, aber es ist so. Habe ich nämlich jetzt schon öfter gehabt. So, wollen wir jetzt direkt hier, ich soll noch was verlosen. Nein, wenn wir gleich fertig sind. Das können wir doch jetzt machen. Nein, das ist ja zu früh. So ist das zu früh. Gleich, wenn wir ein Fazit zu diesen Masken hier gemacht haben, die wir auf dem Gesicht haben. Wir können doch jetzt... Nein! Warum denn? Weil das nicht so läuft hier. Ja, aber warum nicht? Wir machen jetzt eine Pause. Das läuft jetzt halt mal Dann anders. Hast du jetzt mal eine halbe Stunde die Maske auf. Nein, gar nicht. Und dann machen wir Verlosung. Ist ein bisschen groß, die Maske. Sehe ich aus wie ein Kaktus? Du siehst aus wie die Kaktusse. Naja... Wie gesagt, der Geruch ist nicht so toll, aber... Nein, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wiedersehen. Ja, der guckt immer noch so. Und? Also, ich fand meine Maske jetzt eigentlich gut, aber ist stinky. Stinky, aber muss man mögen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, ja. Ist halt eine reinigende Maske und die riecht etwas, ne? Ist gut, aber stinky. Und bei dir... Wie fühlt sich's an? Nicht gut. Ach doch. Nein. Du musst auch mal sagen, dass das gut ist. Oh, jetzt ist gut. Jetzt ist die Maske super. Immer. Guck mal. Und guck mal, wie frisch er aussieht. So aufgedunsen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das haben die Leute gesagt. Nein, das haben die Leute nicht gesagt. Doch. So. Ja. Ich schreibe jetzt einfach gut drauf. Du sagst ja nichts. Also. Doch. Du sagst immer nur, es kriegt Gemüse.
die ist gut, wenn sie in der Packung ist, und die ist gut, wenn sie vom Gesicht weg ist. Ja, genau. So, den Spiegel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Muss ganz weit weg. So, wir kommen jetzt zum Fazit. Das war nämlich die Maskenwoche. Also, der Experte hat gesagt, die ist gut. Ne? Also, die auch gut, aber stinky. Aber das sind halt diese Reinigungsmasken. Ich mach die anderen. Nein! Ich hab alles draufgeschrieben. So. Und. Da steht gar nichts drauf. Das ist die Schokolad-Primtuchmaske, die ist sehr schokoladig übrigens. Die macht auch eine schöne dunkle Haut. Nein, ist überhaupt nicht wahr, aber die war und gut. Die hier ist Sweet Candy, dazu kann ich nur sagen, ist super gut, weil die ist nämlich wie Gummibärchen auf dem Gesicht, nur in Maskenform. Das ist eine Tuchmaske mit einer Indianerin vorne drauf. Pocahontas ist das. Pocahontas. Das ist super dünnes Vlies, ist das übrigens. Ne? Die ist also sehr zu empfehlen. Also das so mein. Damit fühlt ihr euch dann wie richtig Disney Pocahontas. Kann das jeder ist übrigens meine Gewinnerin der Woche. Noch eine Feder ins Haar. Von Isana. Schon, und schon sprecht ihr. Halt den Mund, Mensch. Gib her jetzt da. Wichser, Wichser. Und hier habe ich noch eine mit Herzchen drauf. Wild und hart. Also wild und Herz ist auch super gut. Nicht ganz so gut wie die Pocahontas-Maske. Aber doch schon. Aber die Pocahontas ist meine Gewinnerin der Woche. Definitiv von Isana mal. Das ist ja auch selten. Wenn die Pocahontas-Maske tragt, dann könnt ihr dann auch über Nacht, wenn ihr über Nacht drauf lasst, dann könnt ihr am nächsten Tag, könnt ihr fließend Navajo schreiben und lesen und sprechen. Was ist denn Navajo? Das ist die Sprache der Navajo-Indianer. So, wir kommen jetzt zur Verlosung. Es ist eine kleine Glossybox gepackt worden. Du lässt die Finger jetzt davon. So, du darfst es wieder und halt es diesmal in die Kamera. Was ist zu gewinnen? Ich gebe es dir. Was es zu gewinnen gibt diesmal? Du darfst doch wieder einen Hashtag aussuchen. Ein so, was? Ein Hashtag. Ein was? Nimm das. Zu gewinnen gibt es diesmal von... Was? Von irgendeiner Terrasse? Paris? Terrasse aus Paris? Von dieser Terrasse sozusagen? Da steht doch Deutsch hinten drauf. Hast du ein Mikroskop, dass man das lesen kann? Brauchst du eine Brille? Was soll er? Komm, ich lese das auf Englisch vor und du musst es auf Deutsch übersetzen. Letsche. Matsche. Beautifying Anti-Frizz Blow Dry Drink Milk for Dry Hair. Medium to Thick. Was mit Haare und Medium, also M, Größe M ist das. Für Gesichter mit Größe M zum Aufschmieren. Also das ist eine Haarmaske. Okay, nicht für Gesichter, sondern für Haare der Größe M. So, weiter. Dann haben wir als nächstes das. Für die Männer ist auch was dabei. Ja, das kenne ich. Das ist übrigens gut. Rituals of Samurai. Rusiatl. Du müsst das von oben nach unten, von links nach rechts. Rusiatl. Genau. Of Samurai, das ist Shave Cream. Das eine ist Rasiercreme. Eine Rasiercreme. Die ist ganz gut. Genau. Also dann haben wir hier... Vor allen Dingen, die riecht auch gut. Das war's? Ja. Was ist das? Ein Nagellack. Nein, das ist ein Vibro-Ei, getarnt als Nagellack. Hier oben kommt dann die Batterie rein. Nee, gar nicht. Das ist die Farbe. Nein, muss sie hinten drauf. Du brauchst echt eine Brille. Nee, das spiegelt doch alles. Das ist 24 We Go Together, also ja, von Essence, 24, eine Nagellack. 24 gehen zusammen. Eine Büchse. Was ist das? Das ist Metall. Was ist da drin? Du bist Elefantastik. Da ist ein Elefant drin. Ganz kleiner natürlich. Von Balea eine Pflegecreme. Mit Kokosnüssen, Ananasen und Elefanten. Da. Kann man das sehen? Ja, es ist gut, David. Da. Das ist der Elefant drin. So, als nächstes gibt es einen... Bleistift. Nein, Augenbrauen-Pen. In der Farbe? Ich stimme mal auf braun. 20 braun. 20 ist keine Farbe. Doch.
Dann haben wir noch ein Vibro-Ei. Einen Lippenstift von Essence. In der Farbe? Boah, wo soll ich das denn wissen? Es steht doch da unten drunter. Ich hab nicht mal weg. Perfect Shine. Unten drunter. Ach da. 04. Ja. Ja. Kann man auch mal in die Kamera halten. Farbe 04. So sieht Farbe 04 aus. Da. Da. Muss reichen. So. Kennt ihr das noch von früher? Da gab es den Zini. Vom Spaß am Dienstag oder so war noch Zini. So durch das Bild. Übrigens meine letzte. Ach nee, das war die Steffi-Box. So, als nächstes. Ach, hier steht was auf Deutsch drauf. Von Balea reichhaltige Tagescreme. Für einen schönen Tint. Mit Lichtschutzfaktor 15, also man soll schon Lichtschutzfaktor 50 nehmen. Mit wertvollem Mandelöl. Für trockene und sensible Haut. Die ist da auch drin. Trockene und sensible Haut ist da drin. So, das ist aber groß. Nochmal was von Isana. Ne, wir sind nochmal. Haben wir schon was von Isana? Nein. Das ist eine Maske von Isana. Was ist das? Getestet. Da sind Malediven drin. 5 Jahre Cremedusche. Ha, hier, 5 Jahre Cremedusche von Isana. Außerdem 25 Jahre, du Honk. Oh, ich habe nur die 5 gelesen. Rossmann wird 25. Ich bin immer noch jung. Was ist das? Ein Jumbo. Doch ein Elefant. Jumbo. Was steht da drauf? Was es ist? Ja, Jumbo. Ja, Jumbo was? Nimmst du mich immer weg? Ja, ich will es dir zeigen, Mensch. Gibt's. Geh weg. Ein Eyepencil. In der Farbe? Oh mein Gott, ey, ehrlich. Guck doch, was für eine Farbe das da oben ist. Also ich dachte, ich sollte das suchen, so ein Suchspiel. Ja, schwarz oder? Ja, und von der Firma? Jumbo. Nee, Nyx. Ach, das da. Okay, also von Nyx, nicht von Jumbo. Jumbo steht zwar ganz groß drauf, aber... Ja, weil er dick ist. AM to PM. Lotti. Lotti. Es gibt Lotti. Lotti London. Lotti. Was ist denn das? Ein Stift. Zum Schreiben, nehme ich an. Was ist das? Ja. Weiß es nicht. Wo soll man das denn wissen? Ein Eyeliner. Von Lotti London in, ich glaube, schwarz, ne? Aha, in Black. Aber selber. In Black. So, jetzt haben wir hier noch was von Max and More, von Action. Hier, wer gerne malt, für den ist das was. Da kann man schön mit ausmalen, nämlich hier so malen nach Zahlen und so. Und guck mal, da steht Deutsch drauf. Make-up-Pinsel. Um ihre Lippen zu definieren. Das sind Lip-Liner. Also ich muss jetzt mal sagen, da hinten steht eindeutig drauf Make-up-Pinsel. Die Firma, ich werde da mal nach Max und Moor, werde ich mal zeigen, was ein Pinsel ist. Also, um ihre Lippen zu definieren oder in Form zu bringen oder ihre Augen zu akzentuieren, da sind keine Pinsel drin. Ich will mal zeigen, was ein Pinsel ist. Also, das sind Lipliner und Eyeliner, das ist halt so ein Set von Max and Moor. Steht Pinsel drauf, sind aber Buntstifte. Das kenne ich, das ist halt Wasserfarbe. Ja, damit können wir dann auch malen, wenn ich mit Buntstifte malen will. Das ist eine Lidschattenpalette. Von wem ist das? Von dir. Von wem? Von dir. Nein, von welcher Firma, Mensch? Deckweiß wir brauchen noch Deckweiß. Ist da nicht dabei? Das müsst ihr euch dann noch im Fachhandel holen. Ne? Von wem? River Loves Me, Cherry Bloom Palette von Rossmann. So. Jetzt, damit ist alles gesagt. Nee, jetzt kommt noch... Es kommen noch die Masken. Es ist ja eine Maskenwoche, ne? So. Genau. Ach so, für die alle. Die könnt ihr auch noch gewinnen jetzt. Ne, wenn ihr gerne, gibt ja verschiedene Praktiken im Schlafzimmer. Die einen sind auf der einen Seite und die anderen sind auf der Seite. Ich mach schon mal das Foto. Die eher so, ja, die leiden gerne. Ja? Die mögen das. Sie stehen drauf. Ja? Und für alle die... Ich mach schon mal das Bild, weil das dauert zu lange hier. Live dabei. So, für alle die sich selber gerne quälen möchten,
gibt's Masken. Hier gibt's eine mit Brennnesseln. Nee. Ist doch gar nicht wahr. Ich dachte, das wäre. Nee, das Wasser, Minze und Agave. Von Firma? Vor Kneipp. Genau. Der Kneipp. Das ist bestimmt gut, weil das ist eine richtig urdeutsche Erfindung, Kneipp. Gut. Action! Action. Fun Facial Mask. Das ist für Karneval. So eine Karnevalsmaske ist ja. Die können wir 24 Stunden dann tragen. Wieder zu einem großen Montag und so. Vanilla. Was? Irgendwas mit Vanille halt. Vanille und Monster sind drin. Mhm. Balea. Ein Schaf. Bei einem Schaf drin. Auch eine Tuchmaske? Das ist Be Sweet, also bleib süß. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Kirschblüten. Extra. Das kommt ja eh in Müll. Jeder Hauttyp. So. Eine Neon Beat-Off Maske. Mhm. Ah, die können wir für nächste Neon Darklicht Project. Machen wir mal die besten, finde ich. Darklicht, wie heißt es? Dark Schwarzlicht Party. Für die nächste Schwarzlicht Party, ne? Da könnt ihr gleichzeitig eine Maske tragen. Tut da was für, weiß ich, gibt's das nicht mehr für die Belustigung anderer Leute, wenn ihr Black euch damit. Hole? Ach nee, das war was anderes. Ja. So, was haben wir hier? Aloe Vera Maske. Das sind Crememasken. Creme, zwei Sachets. Das sind zwei Crememasken, zwei Sachets. Du musst mir nicht nachreden, Spacko. Ich weiß sowas selber. Belebt und regeneriert. Erhöht die Hautfeuchtigkeit. Wirksamkeit dermatologisch sehr gut. Hautverträglich. Ja, komm. Ja, das erwarte ich jetzt auch von. Jetzt ist die letzte. Und zwar hier noch eine. Das sind wieder zwei Crememaske. Wie heißt denn die Dinger? Sachets. Zwei Sachets sind das. Du bist doch sonst immer so clever. Skin Active, also hautaktiv, hautklar. Anti-Pickel-Thermomaske. Von Garnier. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam mit Salzsäure, Salicylsäure und Zink. Auch dermatologisch getestet, aber steht kein Ergebnis dabei, wie der 13 Minuten reicht jetzt hier. Kann sein, so, dass der dermatologische Test natürlich... Wir kommen jetzt hier zum Ende, ne? Das war jetzt die Verlosung. Und jetzt brauchen wir noch einen Hashtag. Was nehmen wir denn? Hyaluron. Nee, das ist zu schwer. Das könnt ihr nicht schreiben, gell? Guck mal, die hält euch nicht für gerade clever. Nehmen was Einfaches. Elefant. Doppelkreuzmarkierung. Doppelkreuzmarkierung. Buntstifte. Ach, Elefant wolltest du nicht, weil ich es gesagt habe, ne? Ja, auf Prinzip. Ich soll dir nicht immer alles nachreden. Also Buntstifte. Hashtag Doppelkreuz. Hashtag Markierung. Buntstifte und ihr seid bei dieser Verlosung dabei. Und das war die Maskenwoche. Und dann könnt ihr wieder unten reinschreiben, soll er nochmal dabei sein, wieder beim nächsten Mal oder nicht. Du stimmst für Nein. Du schreibst doch jetzt schon da rein Nein. Ja. Und ich glaube, ich mache 10 Kommentare. Ich danke jedem, der sich dir anschließt. Ja, aber die Mädels da draußen, die wollen dich sehen. Ich frage mich, warum, ja, aber es ist so. Ich weiß es nicht. Naja, wir sind jetzt raus. Schönen Tag noch, schönen Abend. Wo gehen wir denn hin? Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Guck mal, wenn jetzt einer das guckt, so um 3 Uhr morgens, ne, der denkt sich auch, die sind total bescheuert, die gehen jetzt raus. Warum? Ich gehe raus aus dem Zimmer. Um 3 Uhr morgens. Ist okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.